Herzlich willkommen bei Lubera Edibles. Mein Name ist Markus Kobelt, ich bin zusammen mit Rupert Meyer Gründer von Lubera Edibles. Und Lubera Edibles ist der Spezialist für essbare Innovationen, für die besten Jungpflanzen von Gemüse, Obstbäumen und Beerenobstpflanzen. Gemüse ist bei uns, und das ist das Thema dieses Videos, ein neuer Bereich. Und als eine der ersten Jungpflanzen können wir von diesem Frühjahr an auch Meerrettich-Jungpflanzen anbieten. Ist ein bisschen eine Spezialität im Bamberger Raum, im Fränkischen, aber wird auch in anderen Regionen in Deutschland produziert und ist so etwas, was wir eben gerne auch als ewiges Gemüse bezeichnen, weil es einmal im Garten angepflanzt werden kann, immer wieder kommt und immer wieder abgeerntet werden kann. Wir haben natürlich versucht, aufgrund unserer in vitro vermehrten Jungpflanzen und verschiedener Sorten, die wir getestet haben, den besten Anbau zu testen. Wie können dann von unseren Kunden und von Ihren Kunden, wenn Sie eine größere Jungpflanze produzieren, wie können dann diese Horseradish, diese Meerrettichpflanzen kultiviert werden? Zunächst mal, unsere kleinen Jungpflanzen werden im besten in einen 0,5 Liter bis 1,3 Liter Topf gepflanzt, sodass Sie eine werthaltige, wertvolle Jungpflanzen an Ihre Kunden verkaufen können, die auch in jedem Fall weiter wächst. Das können Sie irgendwann im Frühjahr machen. Und haben dann ab Mai zusammen mit der restlichen Gemüsesaison, wenn eben Gemüsejungpflanzen, Tomatenjungpflanzen etc. verkauft werden, auch Meerrettichpflanzen. Für die Kunden, für Ihre Kunden dann, ist die beste Methode natürlich, sie auszupflanzen, aber Sie wissen, dann hat man Meerrettich fürs ganze Gartenleben. Und die andere Möglichkeit ist, den Meerrettich in Töpfe zu pflanzen. Wir haben zwei Größen ausprobiert, 10 Liter hier und 5 Liter hier. Hier einen eher tiefen Topf, hier eher einen normalen Topf und haben gesehen, dass der 5-Liter-Topf eigentlich gar nicht so schlecht ist. Das ist der Ertrag aus einer Pflanze im 5-Liter-Topf. Es wurde erst im Juli getopft, also sehr spät, der könnte noch ein bisschen größer sein. Und das sind eigentlich bereits jetzt Fächse, Wurzeln von diesen Meerrettichpflanzen, die benutzt, die gekocht werden können. Und der Konsument kann dann eine vielleicht übrig lassen und damit eine neue Pflanze ziehen oder noch besser bei Ihnen und damit auch bei uns eine neue Jungpflanze kaufen. Also im 5-Liter-Topf funktioniert das schon sehr gut. Natürlich ist es eher besser, wenn der Topf tief ist. Im 10-Liter-Topf früh getopft wird das dann schon sehr schwer, die Erde überhaupt noch aus diesem Wurzelgewirr rauszunehmen. Die Wurzeln wachsen dann auch rund. Also rein von der Ernte her gefällen mir jetzt diese tiefen 5-Liter-Töpfe für die Kultur und damit auch für Ihre Ratschläge an Ihre Konsumenten fast besser. Also achten Sie drauf, ab Frühjahr 2019 können Sie bei Lubera Edibles auch die besten Meerrettich-Jungpflanzen kaufen, die es auf dem Markt gibt, damit Ihre Kunden genau diesen Ernteerfolg bei sich zu Hause auch haben können. Noch was. Wenn Sie mehr Informationen und Geschichten zu essbaren Innovationen wünschen, dann abonnieren Sie hier unseren YouTube-Channel und hier geht es zu unserer Webseite. Jetzt aber können Sie weitergärtnen.